Professor Richter, ich sehe manchmal so Firmennamen, die sind also wirklich ganz, ganz abenteuerlich und ich frage mich manchmal, gab es früher ein anderes Namensrecht als heute? Ja, ganz genau. Wir hatten das Handelsrecht zwar schon vor einiger Zeit reformiert, es ist dort vieles vereinfacht worden, aber man sieht immer noch auf Internetseiten oder auch manche kennen das immer noch und haben das auch noch gehört, dass man früher immer den Vor- und Zunamen auf alle Fälle drin haben musste und dass man eine Unterscheidung hatte zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Das müssen wir uns mal anschauen. Was hat die Reform gebracht? Und ich kann Ihnen sagen, es ist leichter geworden. Schauen wir mal rein. Genau. Wir haben eine Reform des Handelsgesetzbuchs 1998 und dort wurde auch die Firmenbildung, das heißt, wie man einen Namen sozusagen bilden kann, wurde reformiert. Und zwar vor der Reform hat man je nach Rechtsform des Unternehmens verschiedene Firmenbildungsvorschriften mit unterschiedlich strengen Anforderungen gehabt. Ich erinnere mich noch, ich habe damals auch schon gelehrt, meine Güte, bin ich auch schon ein bisschen älter hier. Da kann man also, dann musste ich also immer für jede Rechtsform hat man genau aufgeschrieben, welchen Namen man benutzen darf oder nicht. Da hat man aber immer gesagt, das ist Quatsch. Durch die Reform des Firmenrechts wurde die Firmenbildung nun im Interesse einer größeren Wahlfreiheit ganz, ganz deutlich liberalisiert, vereinfacht und vereinheitlicht. Und wir haben jetzt eine zentrale Vorschrift, und da ist alles drin in Paragraph 18. Früher gab es so Vorschriften, wo das dann noch unterschieden ist. Das ist in manchen Köpfen noch drin und in manchen Büchern ist es noch drin und in manchen Internetseiten steht es immer noch drin, dass je nach Rechtsform es abhängig ist, was für eine Rechtsform Sie haben, dass man da unterschiedliche Namen nur bilden kann. Alles falsch, nicht mehr richtig. Heute kommt es nur noch darauf an, dass Sie Unterscheidungskraft haben, dass Sie gekennzeichnet werden und keine Angaben haben, die irgendwie drüber hinweg täuschen. Und der Grundgedanke der neuen Regelung ist einfach, Ihnen mehr Möglichkeiten der Firmenbildung als bisher einzuräumen. Und man hat sozusagen der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Schlagwörter, Abkürzungen für das Geschäftsleben immer wieder größere wirtschaftliche Bedeutung haben. Und früher war das so, da mussten Sie mit den ganzen Vornamen reinschreiben und alles, was Sie so sozusagen herstellen, musste alles drin sein und der Ort musste alles drin sein. Alles weg. Nach der neuen Gesetzesbegründung sagt man, Abkürzungen und Schlagwörtern hat eine höhere Unterscheidungskraft als langatmige Firmenbezeichnungen. Deswegen, wenn Sie manchmal noch so ganz lange Firmenbezeichnungen sehen, sagen, was haben die denn damals im Sinn gehabt? Das ist vor 98, da kommt das her. Wir haben allerdings trotzdem immer noch eine gewisse Abhängigkeit von den Rechtsformen. Da ein bisschen was ist noch drin. Die Firmenbildung ist das noch abhängig von der Rechtsform? Also muss man sagen, die Möglichkeit der Firmenbildung von Unternehmen werden unabhängig von ihrer Rechtsform erweitert. Das heißt, Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften, die können künftig, und das sind eben diese drei wichtigen Aspekte, sie können Personennamen nehmen, also wo sie informieren über den Geschäftsinhaber, Sachnamen, wo sie über die Geschäftstätigkeit informieren, oder auch Fantasienamen. Also deswegen, die Reform hat richtig zugeschlagen und Sie müssen nur noch sehen, dass das Ganze unterscheidungskräftig bleibt, dass es wahr ist. Also bei solchen Zusätzen müssen Sie ein bisschen gucken, dass Sie da nicht irgendeinen Fehler machen, also dass Sie irgendwelchen Zusatz haben, der hinterher natürlich nicht passt. Wenn Sie da noch Fragen haben, gucken Sie einfach bei den IHKs, die helfen dort auch immer mit. Aber, Professor Richter, eine Sache ist trotzdem noch rechtsformabhängig, nämlich der sogenannte Rechtsformzusatz. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns gleich im nächsten Video an. Ich freue mich auf Sie.